Zum Beispiel einmal war ich in diesem Alter ungefähr bei Sokolov an einem Klavierabend. Und da hat Schumann gespielt und ich weiß noch, wo ich saß und ich weiß noch, was er gespielt hat und ich weiß noch, was er gemacht hat. Das hat sich mir alles irgendwie eingebrannt. Das lebendig werden lassen, das ist im Grunde das Ziel vom Interpreten, dass er das, was er in Noten vor sich hat, lebendig darstellen muss fürs Publikum. Wie man hört, das ist eine sehr gute Frage. Das ist wirklich was man lang lernen muss, gut zu hören und wo man immer auf dem Weg sein muss und sich irgendwie fragen muss, in welchen Kategorien man denkt. Und ja, das muss ich nach und nach entwickeln. Und wenn man sich wirklich hinsetzen kann und irgendwie 2 Stunden lang ein Stück zu hören, ganz aufmerksam, dann ist man da auf einem guten Weg. Das Geniale an dem Stück ist eigentlich, dass das Klavier so großartig eingebaut ist in den Orchestersatz. Also es ist eigentlich nicht nur Solistenpart und Orchesterpart, sondern es ergibt sich alles auseinander und ist ineinander verwoben.